Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Und immer wieder bekommen wir Resonanzen und da möchte ich auch heute wieder eine vorlesen. Wir freuen uns über jede Resonanz. Zum Beispiel, hallo liebe Isolde und Daniel, ich habe eure Sendung mittags am 26.08. zufällig gesehen, als ich Mittagspause im Homeoffice machte. Da habt ihr für mich gebetet. Ich danke unserem Herrn Jesus dafür und fühlte mich unsagbar glücklich. Ich schaue mir die Sendung vom 26.08. fast täglich an und bete das Gebet mit von damals. Es geht mir schon besser mit den Beschwerden und Schmerzen. Und das ist doch schön zu hören, dass Besserung eintritt und dass auch die vollkommene Lösung dann kommt. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute ein Thema, sprich zu deinem Berg. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sprich zu diesem Berg. Ja, zu welchem Berg? Nicht der Berg hinter deinem Haus, sondern den Sorgenberg. Lebst du immer im gleichen Sorgengebirge? In Markus 11, Vers 23 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ja, das ist so eine schöne Formel. Glaube steckt darin, dass wir wirklich das auch sehen werden. Und wir haben wirklich Autorität in Gottes Worten von Gott gegeben, den Menschen, die Jesus nachfolgen, die mit Jesus Gemeinschaft haben. Wir haben Autorität zu allem, zu sprechen in Autorität. Alles, was übel ist, dass es weicht. Glaube, was du betest und Gott stellt sich dazu, er stellt sich hinter dich, er stellt sich dazu und sagt, ja, es soll geschehen. In dieser Autorität dürfen wir beten und wir dürfen beten im Namen Jesu. Wir dürfen sagen, im Namen Jesu Schmerzen verschwinde. Im Namen Jesu Problem weiche. Probier es aus. Zweifle nicht, erlebe es. Danke, Herr, dass jeder, der jetzt zuschaut, es ausprobiert, es erlebt und wirklich vorwärts geht. Herr, dass die Berge weichen. Herr, du hast uns diese Autorität gegeben und danke, dass es funktioniert. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns, dass sie ein Wunder brauchen. So auch diese Frau. Liebes Gebetsteam, bitte betet, dass Gott hier in meine aussichtslose Situation eingreift. Ich brauche ein Wunder. Danke. Gott ist Spezialist für aussichtslose Fälle, für aussichtslose Situationen. Und für alle möchte ich beten, die ein Wunder brauchen. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist für aussichtslose Situationen, die menschlich aussichtslos sind. Und ich danke dir, dass du Wunder schenkst. Danke, dass du Türen auftust, wo wir keine sehen. Und dass du mit jedem Einzelnen bist, der wirklich in so einer Situation steckt und der ein Wunder braucht. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der hilft, dass du ein Gott bist, der Lösungen hat und der wirklich eingreift in jede aussichtslose Situation, auch gerade bei dieser Person. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für mich. Ich habe immer öfter Schlafprobleme. Und ich bin dann krank am nächsten Tag. Mein Kreislauf macht dann schlapp und ich habe totale Schwäche und Herzrhythmusstörungen. Ich bitte um Hilfe. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst. Diese Frau, die Schlafprobleme hat, die auch diese Nebenwirkungen hat mit dem Kreislauf und den Herzrhythmusstörungen. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du ihre Sorgen kennst, wo sie vielleicht rumgrübelt und deshalb nicht schlafen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass sie wirklich den Mut hat, alles in deine Hände zu legen, dass sie wirklich alles ans Kreuz wirft und dass dein Friede in ihr Herz einzieht. Danke, Jesus, für wunderbaren Schlaf für diese Frau. Und ich danke dir, dass du
allen ganz nahe bist, die nicht schlafen können, die Sorgenberge haben, dass sie diese Sorgenberge wirklich ans Kreuz bringen und dass sie sie wirklich ablegen können und dass dein Friede in ihren Herzen einzieht. Danke, Jesus, du bist der Herr, der da wirklich helfen kann und auch gerne tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns folgende Bitte um Gebet, dass unsere Wohnsituation in Gottes Ordnung kommt. Es ist ein großer Streit und es ist kein Wohnen. Wir sind im Haus der Schwiegermutter, die immer dazwischen kommt und wir haben keine Privatsphäre. Ich bitte um Gebet, dass Jesus dies in die Hand nimmt und uns etwas anderes schenkt und dass meine Frau auch zum Glauben kommen darf. Oh ja, Herr, danke, dass du in diese Situation auch hineinkommst. Danke, Herr, dass du Möglichkeiten schenkst, Herr, dass wirklich da Frieden hineinkommt und dass auch das junge Paar auch richtig, Herr, richtig in Ruhe kommt, in ihr eigenes Leben, in ihre eigene Ehe hineinkommt, Herr, ohne fremden Einfluss. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass nicht Trennung der Gemeinschaft stattfindet, sondern eine physikalische Trennung. Und Herr, dass die sich trotzdem lieben und mögen. Aber danke, Herr, dass da richtig Normalität hineinkommt, dass die Ehe gelebt werden kann, wie du es vorgesehen hast, und dass da Frieden hineinkommt und Freude. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Hallo. Ich habe eine negative Diagnose bekommen, chronisch-lymphatische Leukämie. Und Jesus hat ja auch den blinden Bettler gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und so wie dieser antworte ich will geheilt werden. Das ist eine wunderbare Aussage und das hört Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Blut gegeben hast, auch für Heilung. Und ich danke dir, dass du, Herr, diese Person durchflutest mit deinem göttlichen, heiligen, heilenden Blut, das für Heilung auch gegeben wurde. Und danke, Herr, dass die Leukämie und wie das ganze Zeug alles heißt, Heilung hineinkommt, das verschwindet in Jesu Namen und dass wir rufen ein normales Blutbild auf, einen normalen Blutspiegel. Ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der das Wunder tut. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott greift so oft ein in verschiedene Situationen. Und so schreibt uns auch eine Frau von der Versöhnung in der Familie. Danke für Ihre Gebete für meine Kinder. Gestern geschah ein großes Wunder. Unser ältester Sohn hat sich mit uns versöhnt. Wir sind wieder vereint. Danke, Jesus. Und das ist wunderbar, wenn eine Familie wieder zusammenfindet. Und eine Frau erlebte Gottes Versorgung. Es ist schon gut 20 Jahre her, als wir sehr in finanzieller Not waren. Ich betete und bat Jesus um Geld. Es kam nicht gleich, aber dann die Freude. Es war eine große Summe auf dem Konto. Wir konnten alles bezahlen und ich dankte Jesus und versprach, es ihm wieder zurückzugeben. Durch einen Grundstücksverkauf bekam ich die Summe, die wir von Jesus bekommen hatten, und es passte genau mit der Summe überein. Ich habe euch den Betrag gespendet, denn was ich Jesus versprochen hatte, das soll man auch halten. Danke, Jesus. Und Gott versorgt auf wunderbare Weise. Und noch eine Gebetserhörung für den Sohn. Vor kurzem bat ich um Gebet für meinen Sohn, der sein Studium nach 1,5 Jahren abgebrochen hatte und recht verzweifelt neue Orientierung und eine Ausbildung suchte. Euer Brief daraufhin hat mich sehr berührt. Letzte Woche schrieb mein Sohn nun, dass er in wenigen Tagen ein Praktikum in einem kleinen Unternehmen im Film- und Medienbereich beginnt, so wie er es erhofft hatte. Eine Tür ist aufgetan. Es gibt neue Hoffnung. Danke, Jesus. Ja, bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Und was mich auch da wieder begeistert, es ist die ganze Bandbreite, die wir auf dieser Erde erleben.
wo Gott kommt und hilft und jede Situation. Und das ist so wunderbar. Das begeistert mich jedes Mal. Hast auch du etwas Wunderbares erlebt? Dann lass es uns doch wissen. Schreibe uns, schick uns einen Post auf diese eingeblendete WhatsApp-Nummer. Wir würden es gerne auch weitersagen. Ja, und jetzt der Tipp des Tages. Sprich zu deinem Berg. Nicht zu deinen Kindern, nicht zu deinem Mann, sondern sprich zu deinem Sorgenberg. In Jesu Namen weiche. Und das ist wichtig, dass wir in Autorität zu den Sorgen gebieten, weiche in Jesu Namen. Und das ist so wunderbar, dass diese Berge weichen. Und mach es, du wirst eine Freude haben, was du damit erlebst. Und unser Telefon ist heute noch bis 13 Uhr für dich geschaltet. Heute möchte ich dir wieder unseren Gebetsleitfaden empfehlen. Schau dir das an. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag und bis bald. Alles Gute und Gott segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.